Sprechen wir heute über Social Freezing. Wann ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt für ein Kind? Den perfekten Zeitpunkt, das wissen wir alle, den gibt es eigentlich gar nicht. Aber manchmal ist es doch schon ein bisschen schwieriger als in anderen Lebenssituationen. Gerade wenn aktuell keine Partnerin, kein Partner da ist, aber später vielleicht Kinderwunsch besteht, wenn berufliche Dinge, persönliche Dinge dazwischen kommen. Also ist die Überlegung ja ganz naheliegend, sich in jungen Jahren, wenn man frisch und agil ist, sich die frischen und agilen Eizellen oder auch Samenzellen einfrieren zu lassen und später, wenn der Bedarf da ist, wenn man etwas älter ist, sich diese jung gebliebenen Eizellen wieder aufzutauen und daraus ein Kind zu zeugen. Wie das Ganze funktioniert, ob das überhaupt funktioniert, was das kostet etc., klären wir in diesem Video. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Frauenarzt und gemeinsam mit euch möchte ich die Frauengesundheit wieder hervorheben aus dem stillen Kämmerlein und du hilfst mir dabei, indem du hier einfach abonnierst, kommentierst, die Videos teilst, damit YouTube merkt, oh, das Thema ist gefragt, denn es ist gefragt, also hilf mir, euch zu helfen. Und da kommen wir auch direkt zur Definition von Social Freezing. Das kann man sich ja am Begriff auch schon so ein bisschen herleiten. Social, also aus sozialen, persönlichen Gründen, nicht medizinischen Gründen. Freezing, sagt der Begriff ja auch schon, einfrieren. Und das Ganze im Hinblick auf weiteren Kinderwunsch zu späteren Jahren. Social Freezing deswegen, weil es auch ein Freezing gibt aus medizinischen Gründen. Nehmen wir mal schwerwiegende Erkrankungen, eine Chemotherapie oder auch eine Strahlentherapie im Bereich der Eierstöcke, wo man also einer jungen Frau einfach die Eizellreserve erhalten möchte oder auch die Möglichkeit erhalten möchte, Kinder zu zeugen. Aber eine aktuelle Therapie verhindert dies. Deswegen gibt es natürlich auch Freezing aus medizinischen Gründen. Nehmen wir zum Beispiel auch mal eine Endometriose, wo ein Mangel an Eizellreserve nachgewiesen wird. Die Grenzen zwischen Social Freezing und dem medizinischen Freezing, die verschmelzen sehr oft, was auch manchmal zu Streitereien führt im Hinblick auf die Kostenübernahme, zu der wir natürlich später noch kommen wollen. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Wie komme ich überhaupt medizinisch an diese Eierstöcke ran, vor allen Dingen an die Eizellen, die da drinnen liegen? Dazu braucht man natürlich eine Menge von Follikeln und den darin enthaltenen Eizellen. Man gibt der Frau Medikamente, welche die Follikelreifung vorantreiben. Es werden also ganz viele Follikel mit den darin enthaltenen Eizellen stimuliert. Sie werden größer und dann können spezielle Zentren transvaginal, also über die Vagina, in die Eierstöcke reinpunktieren und diese Follikel samt Eizelle absaugen. Das Ganze passiert natürlich unter Vollnarkose und dauert 10 bis 15 Minuten. Diese darin enthaltenen Eizellen werden gereinigt und dann bei minus 196 Grad tiefgefroren. Je schneller dieser Einfrierprozess ist, also je akuter das Einfrieren ist, desto besser für die Zelle. Dieses ultraschnelle Einfrieren nennt man übrigens auch Vitrifikation. Und das Schöne ist, bei diesem schnellen Einfrieren werden alle Alterungsprozesse gestoppt. Es ist also wirklich ein Freeze-Zustand. Diese 25-jährige Eizelle zum Beispiel bleibt 25 Jahre alt, wenn es dann schnell zu minus 196 Grad kommt. Und genauso wird eben auch die chromosomale und biologische Beschaffenheit dieser Eizelle eingefroren. Also alle Prozesse, die jetzt nach diesem 25. Lebensjahr kommen, Strahleneinflüsse, irgendwelche anderen Noxen, Alkohol, Nikotin, werden quasi ausgeblendet. Diese Eizelle bleibt, wie sie ist. Das darf man nie vergessen. Wenn dann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, kann man diese Eizellen auftauen in einem speziellen Prozess, dann eine künstliche Befruchtung außerhalb des Menschen machen und dann eine befruchtete Eizelle, also ein Embryo irgendwann, sich einsetzen lassen. Bis zu 2 Embryonen kann man in Deutschland sich dann wieder einsetzen lassen. Und jetzt interessiert dich natürlich, klappt das und wie häufig klappt das? Wie sind eigentlich die Statistiken? Das erzähle ich dir jetzt. Dank der Vitrifikation haben wir Auftauraten von bis zu 88%, Befruchtungsraten von ungefähr 74% und je nach Alter und natürlich Vorkonstitution und Vorerkrankung der Frau Schwangerschaftsraten pro Eizelle von ungefähr 7%. Kleines Beispiel, eine Frau lässt sich mit 30 bis 34 Jahren 15 Eizellen einfrieren. Dann bekommt sie mit einer Wahrscheinlichkeit von bis zu 70% mindestens ein Kind von diesen eingefrorenen Eizellen. Und diese Eizellanzahl, die man da gewonnen hat, also 10, 15, 20 Stück, erreicht man meistens auch schon mit einer Behandlung, also einer Stimulationsbehandlung und dieser kleinen OP. Wie du also siehst, sind die Raten jetzt gar nicht so schlecht. Was für Paare entscheiden sich denn eigentlich für das Social Freezing und aus welchen Gründen?
Die Gründe dafür sind natürlich erstmal sehr persönlich. Also nehmen wir zum Beispiel eine fehlende Partnerschaft. Man hat jetzt über 5, 6, 7 Jahre keine Partnerschaft. Es ist auch nichts in Aussicht. Also denkt man sich vielleicht mit 30, oh, jetzt will ich aber zusehen, dass ich mir Eizellen einfriere, weil mein Kinderwunsch ist natürlich schon da. Oder aber es gibt einfach ganz persönliche logistische Probleme, finanzielle Aspekte. Gerade ist eine Immobilie gekauft worden oder große Ausgaben sind getätigt worden. Es tut sich eine Karrierechance auf, man möchte vielleicht sein Studium noch abschließen, etc. pp. Man plant noch eine große Weltreise für die nächsten 2, 3 Jahre. Da gibt es ja mannigfaltige persönliche Gründe, warum aktueller Kinderwunsch einfach ungünstiger ist als zu vielleicht einem anderen Zeitpunkt. Und ich weiß, unter dem Video werden jetzt auch viele Kommentare kommen, dass eben Kinderwunsch nicht unbedingt planbar ist und dass man eigene Bedürfnisse zurückstecken muss. Aber mal ganz ehrlich, uns gehen andere Gründe einfach nichts an. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen auch nochmal verstehen müssen. Andere Gründe sind nicht meine Gründe und muss man auch nicht unbedingt nachvollziehen. Was gibt es jetzt für biologische Überlegungen? Da wissen wir ja auch alle so ein bisschen im Hintergrund, klar, je älter ich werde als Frau und auch als Mann, desto höher die Wahrscheinlichkeit auf chromosomale Störungen. Nehmen wir zum Beispiel eine Eizelle, die 20 Jahre alt ist, da ist ungefähr jede 10. Eizelle betroffen von chromosomalen Störungen. Bei einer Frau über 40 sind es 90% der Eizellen, die eine chromosomale Störung aufweisen können. Das ist Fakt. Und das geht natürlich auch einher mit erheblichen Komplikationen, jetzt nicht nur während der Schwangerschaft oder beim Kind, sondern wir wissen auch, dass höheres Alter für die Mutter auch ein erhöhtes Risiko ist für Schwangerschaft und Geburt. Also ist die Überlegung ja total schlüssig zu sagen, ich hätte gerne einen frischen Chromosomensatz, der biologisch einfach safe ist. Was wir auch wissen, ist, dass mit höherem Alter die Schwangerschaftsraten, also die Fruchtbarkeit, einfach sukzessive abnimmt. Die Chance auf eine spontane Schwangerschaft ist mit Mitte 30 nur noch halb so hoch und mit Anfang 40 sinkt diese Prozentangabe noch weiter ab. Man geht von einer Schwangerschaftschance pro Zyklus von nur noch 5% aus, was natürlich erheblich wenig ist, was nicht bedeutet, dass man mit Mitte 30, Anfang 40 nicht noch schwanger werden kann. Natürlich kann man schwanger werden, aber statistisch nimmt einfach die Fruchtbarkeit ab. So, jetzt kommen wir zu dem großen Faktor, das alle ja interessiert. Was kostet mich das Ganze denn jetzt? Wichtigster Punkt vorab, alle Kosten werden von dem Paar selbst übernommen. Es gibt also keine Krankenkasse, die sagt, Social Freezing, super, bezahlen wir euch. Das gibt es nicht. Einige Kinderwunschzentren bieten Pauschalbeträge an, deswegen ist es gar nicht so gut festzuzurren, was das eigentlich genau kostet. Mehrere tausend Euro könnt ihr locker mitrechnen. 2.500 bis 3.500 Euro ist erstmal so pauschal eine richtige Angabe. Und dabei sind meistens nur die Behandlungen an sich enthalten, also Beratung, Ultraschall, Stimulation, die Entnahme, der Anästhesist oder die Anästhesistin und das Einfrieren. Die Miete, die man dann für die eingefrorenen Eizelle zahlen muss oder auch die Medikamente für die Stimulation, die müssen die Paare teilweise auch noch selbst tragen, sodass hier on top natürlich auch noch was draufkommen kann. Rechtlich ist das Ganze in Deutschland erlaubt, also völlig legitim, Social Freezing zu betreiben. Es kommt hier immer darauf an, wie weit sind die Gameten, also wie weit ist die Eizelle und die Samenzelle. Eine unbefruchtete Eizelle darf eingefroren werden. Eine Eizelle im Vorkernstadium, also mit eingedrungener Samenzelle, aber ohne Verschmelzung der beiden, darf eingefroren werden. Übrigens kann auch Eierstockgewebe eingefroren werden. Auch Samenzellen können eingefroren werden. Eierstockgewebe, dann entnimmt man quasi wirklich einen Teil des Gewebes und kann das auch wieder retransplantieren. In den Unterarm zum Beispiel oder in die Bauchhöhle. Und hier kann man eben auch stimulieren und Eizellen entnehmen. Ist aber ein anderes Thema, wie eine Eierstockgewebetransplantation funktioniert. Was in Deutschland nicht erlaubt ist, ist eine Eizellspende. Du darfst also nicht deine Eizellen einfrieren und der besten Freundin dann geben, sondern das ist alles nur Eigenbedarf. Wenn dich jetzt interessiert, Kinderwunsch, das ist ein Riesenthema, dann darfst du dir dieses Video gerne angucken. Wenn dich das Thema auch triggert mit der Fehlgeburt zum Beispiel, habe ich einige Videos zu gemacht, beispielsweise dieses hier, darfst du dir gerne auch angucken. Und das Wichtigste, was du jetzt machen kannst, ist natürlich diesen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dann und tschüss.